Also Sandra, der Prüfer müsste gleich kommen. Was ist, wenn ich die Fahrradprüfung nicht bestehe? Dann wirst du wahrscheinlich nie einen Schulabschluss bekommen. Aber... Sandra, nochmal zum Ablauf. Der Prüfer kommt gleich. Wie heißt er? Herr Platten. Gut. Er wird dir erst ein paar Fragen stellen und danach geht's in die Praxis. In die Praxis kann ich nicht. Ich habe meine Krankenkarte nicht dabei. Nein, in die Praxis. Also dann musst du Fahrrad fahren. In welcher Praxis ist sowas erlaubt? Verärgere ihn bitte nicht und sei höflich. Er hat mit dieser Fahrradprüfung deine Zukunft in der Hand. Dem Blödmann werde ich mal zeigen. Hallo. Wo das Fahrrad die Klingel hat. Moin, Herr Platten. Gut sehen Sie aus. Herr Platten, schön, dass Sie wieder an unsere schöne Grundschule gekommen sind. Danke für die erneute Einladung. Alles gut bei Ihnen? Nein, leider nicht. Ich muss mich um vieles kümmern. Es geht um eine Frau. Frauen, ne, Herr Platten? Immer diese nervigen Frauen. Oh, manchmal wäre ein Leben ohne Frauen noch viel entspannter, oder, Herr Platten? Oh, Herr Platten? Oh, sagen Sie mal. Oh, oh. Meine Frau ist tot. Sie ist letzte Woche unerwartet gestorben. Man muss im Leben aber auch immer das Positive sehen. Jetzt haben wir mehr Zeit für Sie. Das war aber ein unangenehmer Einstieg. Herr Platten, das ist Sandra, die möchte heute ihre Fahrradprüfung ablegen. Habe ich mir schon gedacht. Moin. Ja, dann wollen wir mal. Sandra, toi, toi, toi. Erste Frage. Darfst du ein anderes Kind auf deinem Gepäckträger mitnehmen? Boah, ey, das hätten Sie mal sehen müssen gestern, ey. Da habe ich Lexa, Trisha und Mareike auf dem Fahrrad mitgenommen. Wir sahen aus wie eine Zirkusnummer, ey. Nur nicht so professionell, weil wir haben dann leider eine Mutter mit Kinderwagen umgebreddert. Und deine Antwort lautet jetzt? Ist nicht erlaubt. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Korrekt. Yes! Nächste Frage. Wie viele Reflektoren sollte dein Fahrrad mindestens haben? Eins oder fünf? Ey, Herr Platten, gimme five! Du möchtest damit also fünf sagen? KP, ja. Ist richtig. Krass, läuft ja richtig geil bei mir. Letzte Frage. Damit du andere Verkehrsteilnehmer warnen kannst, brauchst du an deinem Fahrrad vorne am Lenkrad unbedingt eine? Die macht so Geräusche. Eine Geräuschmaschine, ich weiß nicht. Vielleicht etwas Beeilung, Sandra. Es klingelt. Ja, auch gleich. Vielleicht hören Sie jetzt mal bitte auf, Herr Lehrer, mich hier unter Druck zu setzen. Es klingelt. Bald klingelt. Halten Sie mal den Mund, so kann ich nicht denken. Sandra, denk noch mal an die Frage und an das, was dein Lehrer dir gerade gesagt hat. Ich kann unter Druck nicht! Ist egal, zwei von drei Fragen richtig beantwortet, das genügt mir. Mensch, Sandra, die Klingel! Ich klinge dir gleich mal ein paar ins Gesicht, ey. Sandra, du holst dann bitte schon mal dein Fahrrad für die praktische Prüfung. Herr Rübenthal, auf ein Wort bitte. Die Hälfte ist geschafft, Sandra, die Hälfte ist geschafft. Fehlen nur noch die restlichen 30%. Herr Platten, ich kann mich nur für meine Schülerin entschuldigen. Diese Sandra ist die, intellektuell? Genau. Dumm. Aber nicht, nichts Ärztliches, Beeinträchtigendes, Nee, die ist einfach nur, sehr... Dumm, einfach nur. Dumm. Genau, die ist einfach nur ein bisschen dumm. Mhm. Ja, vielleicht sollten wir... Moin! Ach du Scheiße. So, gut, dann komm mal bitte, genau, komm mal hierher, halt mal hier an. Sehr, sehr gut. Kurz mal eine Frage. Wenn ich hier nicht bestehe, ne, was passiert dann? Dann darfst du kein Fahrrad fahren. Nie in meinem ganzen Leben? Nie. Das ist deine einzige Chance. Boah, ey! Sandra, du fährst jetzt langsam mit deinem Fahrrad durch den Parcours. Achte auf die Schilder, erzähl mir, was du siehst und was du fühlst, okay? Alles klar, Herr Kommissar. Sandra, Hals- und Beinbruch. Hä? Nee. Das sagt man so. Sandra, viel Glück. Und... Bitte! Auf geht's. Noch geht's gut. Sehr gut, Sandra. Weiter so, weiter. Oh, gleich hab ich ihn. Gleich. Okay, einfach weiter. Bisschen schneller, Sandra. Bisschen schneller. Ampel übersehen? Naja, also... So, jetzt läuft's! Oh, zu viel. Sorry, ich hab ganz kurz hab ich verkackt, aber jetzt bin ich wieder da. Jetzt bin ich wieder voll da. Okay, dann weiter. Konzentration, Sandra. Go, Achtung, da vorne ist ein Straßenschild. Okay, weiter. Bisher läuft's besser als erwartet. So, da kommt ein Schild. Da muss ich was machen. Sie steigt ab. Wieso steigt sie ab? So, da müssen wir einmal kurz hier. Was macht sie da? Was machst du da? Baustellenschild. Hier muss man helfen. Das heißt, Achtung, Baustelle. Ich bin dann so ein Mensch, ich helfe dann aber auch einfach gerne mal. Ab aufs Fahrrad mit dir, los! Das nächste Schild kommt da vorne. Weiter. Oh,
Stoppschild anhalten. Stoppschild anhalten, sehr gut. Da muss ich was machen. Was steigt die denn jetzt wieder ab? Was macht die da? Kleiner Gag. Geil, oder? Was soll das? Ist ein Witz, nur ein kleiner Witz. Ab aufs Fahrrad mit dir, los. Aggressive Stimmung hier, ey. Hallo, ich bin gleich fertig. Hier rüber. Oh, meine Eierstöcke. Oh. Ja, so, jetzt noch vorsichtig über die Brücke. Nicht zu schnell. Schneller. Sorry, mein Fehler. Ich hab die stand aber auch ein bisschen schief, ne, Herr Platt? Die stand ein bisschen schief. Du, Sandra, dann komm mal her. Warte, ich komm. Warte, ich komm. Sandra hat das deutlich besser gemacht, als ich erwartet hätte. Sie hat sich nicht verletzt und auch niemand anderen verletzt. Jetzt bin ich natürlich sehr auf das Ergebnis gespannt. Dann kommen wir mal zum spannenden Teil. Machen Sie es bitte kurz und schmerzlos, Herr Platten. Theorie, 2 von 3 Fragen richtig beantwortet. Scheiße! Ich dachte, ich schaffe mindestens die Hälfte. Das ist in Ordnung. Gut, Sandra, gut. Das kommt von der frischen Luft hier draußen. Da arbeitet mein Gehirn auf einem anderen Level. Kommen wir nun zur Praxis. Ich habe meine Krankenkarte. Achtung. Die Hüte am Anfang waren okay. Okay, ist gut. Gut ist gleich 2. Slalom, Katastrophe. Ich habe zu viel Kakao vorher getrunken. Ich war voll drauf. Aber Katastrophe würde ich jetzt nicht umgehen. Katastrophe! Jawohl, verstehe. Das Baustellenschild hast du vollkommen missinterpretiert. Aber die Hilfsbereitschaft war doch da. Das Stoppschild, das habe ich nicht verstanden, was du da gemacht hast. Kennen Sie halt Stopp Andreas nicht? Sind Sie jetzt verdammt nochmal leise! Nach meinen Berechnungen liege ich bei einem Notenschnitt von 4,9. Das ist ja immer noch ausreichend, oder? Über die Huppestraße bist du einigermaßen gut gefahren. Yes. Wippe war Katastrophe. Nein! Sandra, du musst in die Nachprüfung. Was? Was? Die Prüfung nennt sich die Kette des Verderbens. Ja, moin. Sandra, du fährst hier vor, nimmst das Ding einmal hier rum und legst es hier wieder ab. Oh Gott, nein! Herr Platten, ich bitte Sie, sie ist doch noch ein Kind. Dies ist eine Fahrradprüfung, kein Kindergeburtstag. Herr Platten, wir können das doch irgendwie anders regeln. Nein, Herr Lehrer. Ich werde das schaffen. Sandra! Sagen Sie meinen Eltern, dass ich vergessen habe, das Fenster zuzumachen. Es soll heute Abend regnen. Du kannst dich auf mich verlassen, Sandra. Bezwingst du die Kette des Verderbens? Hast du die Prüfung bestanden? Alles oder nichts. Go! Wow, deine Urkunde, Sandra, bitteschön. Oh mein Gott, eine Urkunde, dankeschön. Ja, ich könnte mich jetzt bei sehr vielen Menschen bedanken, die mich all die Jahre unterstützt haben, diese Fahrradprüfung zu bestehen. Aber heute möchte ich mich nur bei einem bedanken, bei meinem Fahrrad. Liebes Fahrrad, danke, dass du mich immer trägst, auch wenn ich dir manchmal auf den Sattel pupse. Danke. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Fahrradkrüger in Westerburen für das tolle Fahrrad. Dankeschön. Bei der Kinderfahrschule in Albersdorf. Danke, dass wir eure schönen Sachen nutzen durften. Und natürlich bei meiner Grundschule, meiner alten Grundschule, der Grundschule hier in Westerburen, wo wir jedes Mal Sandra drehen dürfen. Vielen, vielen Dank an euch alle. Alle Infos findet ihr in der Infobox. Und ja, hier findet ihr alle Sandra-Videos. Und da oben noch, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Liebe Grüße, bis dann. Tschüss.